Bei den Damen geht Anni heute in der Kategorie Freestyle an den Start. Anni, worauf musst du hier besonders achten in Sylt? Sind die Bedingungen anders als letztes Mal auf Usedom? Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Welle, wie man auch schon im Hintergrund sieht. Und der Wind sieht allerdings ganz gut aus, relativ konstant. Ja, heißt, ich muss mich nur ein bisschen auf das Wasser, auf den Job ein bisschen einstellen und werde gleich auch schon mal ein bisschen testen gehen aufs Wasser, ein bisschen früher aufs Wasser gehen. Genau. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Liste, wer heute alles an den Start geht. Wer ist deiner Meinung nach hierbei die stärkste Konkurrentin für dich? Als erstes fahre ich auf jeden Fall gegen diese Mira, auch eine sehr gute Fahrerin. Das wird auf jeden Fall interessant. Mal gucken, wer weiterkommt. Und ja, natürlich sonst halt auch wie immer Sabrina ist nun mal die deutsche Meisterin seit 9 Jahren und sehr schwer natürlich zu knacken für alle. Genau, aber erstmal konzentriere ich mich auf Samira. Mal gucken, was da kommt. Ich würde mich natürlich für sie auch freuen, weil wir auch befreundet sind, aber genau. Wunderbar, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg und vielleicht gibt es ja hier eine Überraschung, wer weiß. Ja, mal gucken. Ich bin optimistisch.